Letzte Woche habe ich hier einen Aufruf gestartet. Ich suche einen neuen Assistenten, einen Sidekick, Fußabtreter, irgendwas zum Liebhaben. Also TV Totals Next Top Medien Fuzzi, kurz TNTM. Den suchen wir. Und unter zahlreichen Bewerbungen haben wir schon einige Highlights herausgefiltert. Die wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Keine Sorge aber, das Rennen ist noch nicht zu Ende. Es geht weiter, es ist noch nichts entschieden. Aber man kann schon sehr gut sehen, wo die Reise dahin geht. Und bei folgender Bewerbung, da hat mich insbesondere die Ästhetik sehr tief berührt. Sehr tief berührt. Sehr, sehr tief. Das ist die Shirin. Und die Shirin, die bewirbt sich bei uns mit einem Video. Und da braucht sie gar keine Worte für. Sie lässt einfach Bilder sprechen. Das geht so 10 Minuten lang. Ich find's ganz geil. Sag mal, Thorsten, kannst du da ein bisschen Careless Whisper mal drüber legen? Weil, ja, Mama? Mama, bis hier? Schon gut, ne? Die ist schon sehr gut, muss man sagen. Doch, die ist sehr gut. Ja. Das macht die Shirin ganz, ganz tolle, finde ich. Oder? Man sieht auch, die packt an. Die kann auch sehr gut mit Druck umgehen. Ich finde übrigens Frauen beim Kärchern, das ist ein RTL-Format, das würde ich mir gleich mal angucken. Ne? Das sollten die ins Programm nehmen. So, kommen wir zum nächsten Bewerber. Es ist ein Mann und hier muss man sagen, der hat schon eine gewisse Expertise. Ich könnte euch jetzt in 90 Sekunden erklären, warum ich so toll bin und warum ihr mich unbedingt nehmen sollt. Aber ich bin immer der Meinung, es fügt sich, was zusammengehört. Ja, tschüss. Der ist überqualifiziert, meine Damen und Herren. Der ist überqualifiziert. Und dann gibt es auch einen Favoriten. Also es ist die, sagen wir mal, es ist der bisherige Favorit der Redaktion. Und schauen Sie sich selber einfach mal an. Don't aim to be the best. Aim to be the only. I am a full body, yes. Don't you mess with my beauty. And yes, you're cute, but really I know I love myself more than I love you. I love myself more than I should. How would I spend one day without me? Nobody makes me feel so good. I love myself. Oha! Ah, guck mal! Der Franz! Auch selber gesungen, auch selber gesungen. Aber wie gesagt, es ist noch nichts entschieden. Bewerben Sie sich, es ist ernst gemeint, muss man noch mal dazu sagen. Also hier geht's richtig um was, nicht nur irgendwie Hochdruckreiniger schicken, sondern auch ein bisschen sich mal ins Zeug legen. Schickt also euer 90-sekündiges Video an tntm@brainpool.de und vielleicht bist genau du da draußen. Ja, du, TV Totals Next Medienfuzzi. Viel Glück. Auch auf der Suche, meine Damen und Herren, ist ja Heidi Klum. Heidi Klum sucht auch. Heidi Klum sucht das nächste Topmodel. Und ich muss sagen, bei den bisherigen Kandidaten, die ich so gesehen habe, da bin ich eher enttäuscht. Die sind null vorbereitet und haben auch anscheinend überhaupt nicht geübt. Sorry, ich habe komplett die falschen Schuhe an. Alles okay bei dir? Ja. Elena? Ich bin zu aufgeregt. Ich habe meine Füße gar nicht mehr gefühlt durch die ganze Aufregung. Oh. Sorry. Ihr seid so aufgeregt, dass es in die Füße dann geht? Bei mir klappt schon. Ah ja? Was hast du jetzt, einen Krampf im Fuß? Oder die sind wie eingefroren? Oder was ist mit denen? Einfach eingeschlafen. Hä? Ey, wer bitte von Ihnen hatte schon mal vor Aufregung eingeschlafene Füße? Also ich hatte schon mal Herzrasen, feuchte an Innenflächen, Zucken, aber Füße eingeschlafen? Wie hat die Ihre Führerscheinprüfung bestanden? Ich bin so aufgeregt, drücken Sie auf die Bremse, verdammt! Meine Füße sind eingeschlafen. So, jetzt kommt's aber. Jetzt hatte Heidi direkt eine rettende Idee, wie sie ihrem Schützling doch noch helfen kann. Was hast du denn für eine Schuhgröße? 41. Möchtest du meine anziehen?
Ja, wenn ich darf. Vielleicht kannst du in meinen besser laufen. Das kann, also ich weiß es nicht, ob, vielleicht ist es dir auch unangenehm. Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe auch vielleicht ein kleines bisschen da reingeschwitzt. Ich habe auch 41. Vielleicht hattest du keinen Platz da drin. Ja, mal. Oh, aufi, aufi. So hoch. Ja, das ist. Oh. Ey, da kriegst du ja vom Zugucken einen Bänderriss, meine Damen und Herren. Aber ist Heidi Klum nicht genial? Ist sie nicht genial? Da kann die Kandidatin auf hohen Schuhen nicht gehen. Und was macht Heidi? Sie gibt ihr noch höhere Schuhe, aber in Gelb. In Gelb. So, jetzt dürfen sich in diesem Jahr aber auch Männer bewerben. Und auch die sollten natürlich möglichst gut aussehen. Denn Sie wissen ja bei GNTM, Aussehen ist alles. Man muss gut aussehen. Nur bei einem Kandidaten, da scheint das Gesicht einen ganz anderen Plan zu verfolgen. Was machst du denn da im Allgäu? Ich habe lange Zeit Fußball gespielt oder ich gehe auch gerne mal zum Wandern. Ja, aber ich glaube, jetzt ist so auf die Zeit gekommen. Ich lege mich fest, das ist der dümmste Gesichtsausdruck 2024, meine Damen und Herren. Aber die Muschelkette ist geil. Die Muschelkette holt viel raus. Und als Zahnmodel könnt ihr arbeiten, finde ich, oder? Wieder ein Beweis, aus so manchem hässlichen Entlein wird irgendwann ein potthässlicher Schwarm. Ist doch nicht schlimm, ist doch nicht schlimm. Ich frage mich, ist er eigentlich zufällig verwandt mit ihm hier? Das sind doch Geschwister. So, dann müssen sich die Modelnden ja auch mit alltäglichem Krempel rumschlagen, wie zum Beispiel der Frage, Kind oder Karriere. Ne? Die Frage stellt sich den weiblichen Models. Da haben es Männer natürlich viel, viel einfacher, weil die das Problem nicht haben. Vor allem ab dem dritten Kind. Ich bin Sandro, ich habe zwei Kinder und das dritte Kind ist auf dem Weg. Aber ich meine, es wäre schon schwer, wenn wir jetzt gerade unterwegs wären und dein Kind kommt dann gerade, ne? Aber ich habe ja schon zwei. Ja! Ist so. Ja, ich kann ihn voll verstehen. Nach zweimal im Kreißsaal wird es echt langweilig. Ist doch immer dasselbe. Mutti schreit, Kind kommt raus, Riesensauerei. Ist ja nicht mehr spannend. Ich meine, welchen Film guckst du dir dreimal an? Gut, stirb langsam. Sie haben recht. Und der weiße Hai ist auch gut. Und natürlich alle Teile von Star Wars. Wobei, stopp. Bis auf die Teile mit Jar Jar Binks. Ich hasse diesen Typen.